Schöne Grüße aus Santorini, wo ich gerade hier Urlaub mache und gleichzeitig natürlich auch drehe. Als Filmemacher ein Muss, weil es einfach eine geile Location ist. Und heute geht es um Drohnenaufnahmen, gerade die jetzt auch ihr gesehen habt zu Beginn. Ist fantastisch, macht wahnsinnig viel Spaß und trotzdem gibt es ein paar Dinge dabei zu beachten und die möchte ich euch jetzt auf den Weg geben. So, hallo erstmal, mein Name ist Clemens Bittner, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Filmemacher und Vlogger und werde regelmäßig Tipps, Tutorials zum Thema Filmemachen und Vloggen auf meinen Kanal packen. Also es lohnt sich, ein Abo dazulassen. Ich habe hier mit der Mavic gedreht. Ich habe hier einen super Spot direkt vor unserer Airbnb entdeckt, wo ich einfach in Ruhe starten und landen kann. Das ist erstmal ganz wichtig natürlich. Ja, worauf habe ich geachtet? Also zum einen möchte ich natürlich die Schönheit von Santorini einfangen. Das ist ganz wichtig in all seinen Facetten. Also das heißt auch eine Vielseitigkeit an Shots. Eine Totale ist wichtig, ja, dass ich das große Ganze zeigen kann. Aber nur Totalen sind halt auch auf Dauer sehr, sehr langweilig. Das heißt, ein paar Details sich rauspicken. Was könnte schön wirken? Hier sind zum Beispiel diese Kuppeln wahnsinnig schön, die blauen. Ne? So eine Drehung um diese Kuppel kommt sehr, sehr schön. Der Hintergrund dreht sich und du hast trotzdem klar ein Objekt fixiert. Also unterscheide zwischen totalen Shots und auch näheren. Sorge für eine Vielfalt. Dann auch eine Vielfalt in der Perspektive. Also nicht nur flach nach vorne gucken, sondern eben auch mal nach unten. Die klassische Vogelperspektive ist immer was ganz anderes. Oder drehe vielleicht auch den Winkel. Sorgt auch für eine schöne Abwechslung. Dann achte darauf, wann du fliegst. Morgenstunden, extrem schön. Hier musste ich ein bisschen drauf achten, wann ist es die beste Zeit. Morgens ist sehr, sehr gut, da kommt die Sonne von vorne. Sonnenuntergang ist eher schwierig, weil es von der anderen Seite kommt und die Häuser nicht so schön beleuchtet werden. Also darüber muss man sich einfach Gedanken machen und es lohnt sich, dass früher aufsteht. Man muss bereit sein, auch mal früh aufzustehen. Es ist, wenn man nachher die Shots hat, ist man einfach mega glücklich. Deswegen, ich kann es nur euch ans Herz legen, steht früh auf, guckt, wann ist der Sonnenaufgang. Dann holt euch unbedingt ND-Filter, also gerade wenn die Sonne reinknallt, dann wird es irgendwann zu viel, das kann man nicht mehr ausgleichen. Deswegen holt euch ND-Filter, in dem Fall habe ich von Polar Pro, haben wir hier den ND-Filter und ist ein absolutes Muss, gerade wenn die Sonne hier reinknallt. Schön ist es auch immer bei so Shots, wenn sich etwas ergibt, wenn man es am Anfang nicht gleich sieht. Das heißt zum Beispiel, man fliegt zurück und es kommt etwas ins Bild hinein oder man überfliegt etwas und dann ergibt sich erst diese Schönheit quasi des Bildes. Das ist immer spannend, wenn ein Bild sich entwickeln kann und nehmt euch auch dafür Zeit. Macht nicht schnell, auch im Schnitt. Ich würde mal ein Bild auch mal wirken lassen. Also ich lasse gerne auch mal ein Bild stehen, zerschnibbelt es nicht einfach mit schnellen Cuts. Sondern lass mal schön, wenn ein Bild stark ist, dann darf man das auch mal abfeiern, würde ich mal sagen. Also lasst auch mal Bilder stehen, habt auch den Mut dazu und lasst ein Bild sich ergeben. Das heißt, so knappe Flüge über etwas ist halt wahnsinnig schön, weil sich die Ebenen auch verschieben. Ebenenverschiebung, da tut sich was, macht dein Bild immer spannend. Also guckt einfach, wo könnt ihr es schaffen, dass sich Ebenen verschieben. Das ist oftmals dann, wenn ihr flacher fliegt. Wenn ihr nur von oben drauf schaut, ist eben auch ein Bild nicht ganz so spannend. Oftmals, da verschieben sich nicht so viele Ebenen. Also wenn ihr flacher kommt und links, rechts zum Beispiel einfach nur fliegt, dann habt ihr schon eine spannende Ebenenverschiebung. Dreht in einem flachen Bildlung. Wenn es schon sehr kontrastreich gedreht ist, dann habt ihr eigentlich keine Option für die Postproduktion. Das könnt ihr aber ganz easy im Mavic Setup zum Beispiel umstellen, dass ihr ein bisschen die Schärfe runterdreht, ein bisschen den Kontrast und dann habt ihr einfach ein flacheres Bild, was erstmal nicht so geil aussieht auf Anhieb, aber ihr könnt auch ganz viel dann an den Farben herumschrauben. Ihr habt dann viel, viel mehr Möglichkeiten in der Postproduktion. Dann kommt ihr auch besser mit der Dynamik des Bildes zurecht, denn wir haben hier auch sehr, sehr hohe Dynamikumfänge. Bisschen die tieferen Stellen und sehr, sehr hohe, sehr, sehr helle Stellen und die kriegt man eher zusammen in der Post, wenn man eben etwas flacher dreht. Und zu guter Letzt, bei mir hat es sich bewährt, dass ich in 4K drehe,
denn dann habe ich später die Möglichkeit, digital reinzuzoomen oder rauszuzoomen. Das sorgt nochmal für eine ganz besondere Dynamik in den Bildern. Also kann ich nur empfehlen, es sei denn, ihr habt natürlich ein Objekt oder so, was ihr verfolgt und dann in Slow Motion machen wollt. Das geben eben die Settings bei der Mavic nicht her, dass man das in 4K dreht. Deshalb müsst ihr euch natürlich entscheiden, macht ihr Slow Motion oder die 4K. Gerade bei solchen Gebäuden, wie wir es jetzt hier haben, nutze ich oftmals 4K, damit man einfach diese Dynamik nochmal reinbekommen kann, dass man digital reinzoomen kann. Das macht's nochmal, das macht nochmal so die Würze aus. Genau, das war's von Santorini, von den Drone Shots. Jetzt sehen wir nochmal ein paar im Abspann. Wenn euch der Film gefallen hat und ihr generell Bock auf weitere Tutorials von mir habt, einfach abonnieren und dann sehen wir uns in Zukunft öfter. Tschüss aus Santorini.